Frau Dr. Haut, welche digitalen Ansätze sind in der Therapie von Patienten mit psychischen Krankheiten besonders vielversprechend? Ja, es gibt schon europaweit, aber auch in Übersee, in Australien, sehr viele Angebote. Das geht von Apps, die zur Gesundheitsförderung da sind, bis hin aber auch zu sehr elaborierten, kognitiv-verhaltenstherapeutisch basierten Internetinterventionen. Wir haben in Deutschland bisher nur wenige, die entwickelt worden sind, auch unterstützt von Krankenkassen. Aber international gibt es dort eine Vielzahl. Und es gibt auch schon Studien, auch eine Vielzahl von Studien, die darauf hinweisen, dass gerade für Menschen mit Depressionen, Menschen mit Angststörungen, auch Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen internetbasierte Interventionen hilfreich und wirksam sind. Machen internetbasierte Interventionen Therapeuten und Ärztinnen Angst, überflüssig zu werden? Also da wissen wir eigentlich noch viel zu wenig drüber. Also für welche Patienten ist das eigentlich sinnvoll? Welchen Charakter, welche Persönlichkeitszüge muss jemand haben, dass er darauf anspricht? Wir wissen auch nicht genau, wenn jemand mehrere Diagnosen hat, was in der Psychiatrie häufig ist, ob das sinnvoll ist. Da ist noch ganz viel Forschung notwendig. Und da muss man natürlich schauen, wie setzt man die ein? Man kann sie einsetzen. Wir wissen, in Deutschland gibt es viele Patienten, die auf Psychotherapie warten. Setzt man sie im Vorfeld ein, um die Zeit zu überbrücken. Wir wissen auch, dass nur 25% der Patienten der Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, in Therapie sind. Man könnte sie auch einsetzen, um Menschen, die vielleicht Angst und Scham haben, in Therapie zu gehen, zum Psychiater zu gehen, erstmal für sich ein Programm machen und dann motiviert werden, entängstigt werden, sich dann weitere Hilfe zu holen. Aus meiner Sicht könnte man sie auch einsetzen sozusagen als Add-on. Ein Patient ist in Therapie und macht zusätzlich noch diese Programme, um die Therapie zu intensivieren. Natürlich könnte man sie auch nach der Therapie einsetzen, um die Patienten zu halten, zu binden, zu unterstützen. Und das ist natürlich dann die ganz radikalste Form, dass nur Internettherapie angeboten wird. Aber wir wissen eigentlich im Sinne des Umgangs damit in Deutschland noch zu wenig. Und da müssen wir noch einiges auch lernen bzw. Studien machen. Und letztlich ist es so, wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet von der DGPPN, also der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, dass wir da auch natürlich noch Erkenntnisse haben müssen, wie Therapeuten diese neue Art von Unterstützung einsetzen können. Normalerweise sagen wir ja, Therapie ist Beziehungsarbeit. Und wie viel Therapeut braucht so ein Internetprogramm? Deutlich in den Studien wird schon, dass die gestützten, die geleiteten Programme, also ein Feedback zum Therapeuten da ist, dass die weniger Abbruchraten haben und auch intensiver wirken. Aber wie das dann wirklich in die Beziehung mit eingeflochten wird, wie es in die Therapie mit eingeflochten wird, da wissen wir noch zu wenig. Und wir müssen natürlich auch das Setting rumherum noch mal erforschen. Also wie kann man das einbinden, auch im Sinne von Krisen, wenn jemand suizidale Krisen hat, weil wer steht dahinter? Auch das sind Dinge, die wir genauer definieren müssen. Also unterm Strich auf Ihre Frage, es ist sicher eine gute Unterstützung in vielen Bereichen, zum Teil als Add-on, davor, danach, aber es wird sicher nicht die Therapeuten ersetzen, zumal auch immer die Frage entsteht, es muss ja erstmal eine Diagnostik sein und da sind wir als Fachgesellschaft so, dass wir sagen, es ist wichtig, erst einen Patientenkontakt, eine Diagnostik machen und dann kann man dieses Programm einsetzen. Gibt es denn gerade in Deutschland spezielle Schulungen für Therapeuten und Ärzte, um sich da weiterzubilden? Bisher noch gar nicht. Es gibt einen Hype von vielen Startups, die den Gesundheitsmarkt entdeckt haben, und besonders natürlich die psychischen Erkrankungen. Und das ist auch der Grund, dass wir als Fachgesellschaft sagen, wir müssen da aktiv werden, einerseits Qualitätskriterien entwickeln, die Transparenz da reinbringen, ob ein Programm gut ist und ob es zu empfehlen ist. Und dann als nächsten Schritt müssen wir dann natürlich auch dieses Handling dieser Programme entwerfen, entwickeln und dann auch in die Weiterbildung bringen. Und dazu kann vielleicht im nächsten Jahr der Kongress hier auch dienen, dass wir das schon anbieten können.
Auf welche Länder schaut man denn speziell, wenn es darum geht, internetbasierte Therapien nachzuahmen oder zu... Australien hat 10-jährige Tradition, ähnlich auch unser Nachbarland Holland. Da ist die Internettherapie auch schon in der Regelversorgung. Und das ist das, was wir natürlich auch erwarten, vermuten und auch mit fördern würden und möchten, dass in den nächsten Jahren gute, evaluierte, in Studien auch nachgewiesen in ihrer Wirksamkeit Programme auch zu uns in die Regelversorgung kommen. Welche weiteren Themen stehen denn für Sie 2017, auch als Kongresspräsidentin aus dem letzten Jahr, noch im Vordergrund? Ja, der Kongress beschäftigt sich ja ein Stück auch mit der Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und psychisch Kranken und Psychiatrie. Und da haben wir, glaube ich, überall auf der Welt noch viele Missstände. In Deutschland haben wir auch trotz vieler Aktivitäten, Anti-Stigma-Aktivitäten, immer noch viele Vorurteile. Und da gibt es natürlich viel zu tun, einerseits in der Gesundheitsförderung, in der Entängstigung, Aktivitäten, um Menschen wieder in den Arbeitsplatz zu bringen, die krank sind und wieder reintegriert werden müssen. Also das Stichwort ist Teilhabe, Teilhabe auf der Arbeit, Teilhabe im Wohnbereich, Teilhabe im Alltag. Und dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, und wir wissen, dass jeder Dritte in Deutschland mal eine Diagnose aus dem Psychbereich hat, dass alle Menschen ohne Angst, ohne Scham auch ihre angemessene und leitliniengerechte Hilfe bekommen. Und das ist noch ein weiter Weg. Das sind ja Themen, die wirklich fast alle oder alle beschäftigen. Warum ist es dann so, dass das Thema Psychiatrie aus der Sicht des Psychiaters nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit in den Medien findet? Naja, also die positive Aufklärung im Sinne Krankheitsaufklärung und auch dazu entängstigen, das findet sicher nicht so viel statt. Wir beklagen immer etwas, das natürlich Spektakuläres. Also wenn zum Beispiel irgendwas Schlimmes passiert, Terrorismus, Attentate, dass dann immer ganz schnell von den Medien der Begriff, das könnte doch jemand gewesen sein, der eine psychische Erkrankung hat, ins Spiel gebracht wird, was natürlich die Vorurteile verstärkt. Auch bei den deutschen Krimis, wenn Sie die mal genau ansehen, haben viele der Täter auch ein Profil, was mit psychischen Erkrankungen zu tun haben könnte. Und das sind natürlich unangemessene Sendungen, die die Vorurteile noch bekräftigen. Und da glauben wir, wir hatten heute Mittag eine schöne Pressekonferenz mit Eckart von Hirschhausen, da glauben wir, dass es wichtig ist, dass wir ja eine Positivkampagne nicht für die Psychiater, für die Psychiatrie, sondern für seelische Gesundheit, für psychische Erkrankungen machen und dass schon auch Kinder in der Schule, die heute lernen, dass sie sich bewegen müssen und dass sie gesund essen müssen, dass also schon sehr früh auch Gesundheitsförderung betrieben wird. Wie kann ich gesund leben, wie kann ich eine seelische Balance halten und wie kann ich damit natürlich vermeiden, in Krisen zu kommen. Frau Dr. Haupt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.